Hallo YouTube, willkommen. Season 9 Rennen 5, beziehungsweise für euch Season 9 Rennen 2. Der Österreich Ring, der Red Bull Ring. Früher hieß er nochmal A1 Ring. Ich glaube A1 Ring, Österreich Ring und das heißt glaube ich Red Bull Ring. Irgendwie so, aber scheiß drauf. Und der A1 Ring oder Österreich Ring wissen alle, was hier gemeint ist. Die habe ich sonst nicht abgeschossen. Natürlich nicht. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new... manage the tires through a lap, so try to keep the wear down through each corner. Be especially careful accelerating on corner exit.
complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Wie sieht das jetzt draußen aus? Okay, ist immer noch nass. Gut, dann fahre ich mit Inters weiter. Oh, ist die Straße trocken, ja. Ah, nicht ganz, aber fast. Give us some good, consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Normalerweise müsste ich jetzt eigentlich schon auf Trockenreifen gehen. Great lap, you nailed exactly what we asked for. Keep it up. Weil die Strecke jetzt eigentlich trocken ist. Job so far, we're getting great data. Stay focused. Ich würde lachen, wenn ich dann am Ende noch Erster bin und Intermediates. Ja.
Alter, dass ich mit Intermediates noch erster bleibe. Jetzt habe ich glaube mit Inters noch erster. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Unfassbar. Mit Inters noch erster zu bleiben. Und die Strecke eigentlich 1A trocken ist. You've got pole position. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again. Das Training, was gerade nass war, zu trocken wurde, hat mich damals erinnert, wo ich mit einem Kollegen auch ein Formel 1 Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht, welches das war, F1 2012, 13 oder 14 auf dem PC damals noch, irgendwie eins der drei Teile. Da haben wir auf Brasilien gefahren oder sind wir auf Brasilien gefahren. Und dann auch, da war es auch dann nass, also Intermediates, und dann wurde es trocken und ich bin dann rausgefahren nach Motto No Risk, No Fun auf Trockenreifen und habe mir dann nachher noch die Pole geholt. Das war schon lustig. Aber das Rennen habe ich, glaube ich, nachher, glaube ich, denn, glaube ich, damals habe ich nicht gewonnen, glaube ich. Aber ich bin trotzdem dann auf Pool gefahren. Weil ich den Risk-Schritt gemacht habe. Mit No Risk gefahren. Irgendwer klappt das, glaube ich. Das Schlechte als die Position, die ich damals hatte, konnte ich nicht werden. Und ich war, glaube ich, irgendwie 8 oder sowas. Off the... Das TC ist draußen, oh.
use your overtake button more. It's time to utilise some of this energy. Come on. Enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Job. You did really well there. Super driving. Ach, muss mal gucken, wie Latifi, ne? Let's see how the driver standings have changed. Miss Monaco increases their championship lead. Let's move on to the constructors. It was a tough race for our championship leaders, who lose ground at the top of the table. With a sprint wrapped up, we... Wo ist denn Latifi? Ja. Ah, okay. Typischer Auffahrunfall. Selten gesehen. Good afternoon and welcome to Spielberg, and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976.
If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill of turn three. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Miss Monaco lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Albon, Carlos Sainz, and Ocon, Tsunoda, Mick Schumacher, Leclerc, and Robert Schwartzman, Teo Pourchaire, Joe, Felipe Drugovich, and Deruvola, Oscar Piastri, Tictum, Sergio Perez, and Lance Stroll, Magnussen, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. And with me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Mercedes. There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say it doesn't seem, so far at least, that they've been able to keep up. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. OK, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. DRS now available.
choose overtake and burn off some of this energy. Final lap of the race. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. Yet another historic win under their belts. Well done to the whole team at Mercedes. So, Anthony, what made the difference out there today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. Miss Monaco in. Dum 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 dum. Wir brauchen hier deine Meinung. Ich weiß, schwierige Entscheidung. Aber Yuki Tsunoda. Gute Entscheidung. Danke. So, YouTube. Für euch war es das mit Rennen 2 aus Season 9. Wir sehen uns dann wieder mit Rennen 3. In Season 9 wieder, also dem 10. Rennen der Season, freue ich natürlich auf YouTube das dritte Rennen, weil wie gesagt, 3 Rennen pro Season ist in Ordnung. Wenn ihr aber die komplette Season sehen wollt, der Season 9 und nicht nur Rennen 1, 5 und 10 der Season 9 oder auch rückwirkend für die anderen Season 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, geht dementsprechend, solange die Videos auf Twitch für 14 Tage noch oder die VOD für 14 Tage noch automatisch gespeichert wird, geht dahin, könnt ihr jeweils die komplette Season sehen.
Ansonsten sehen wir uns erst wieder zum dritten oder der letzten Rennen der Season 9 und sie auf YouTube wieder. Deswegen sage ich danke an dieser Stelle fürs Zugucken.